Zu Beginn des 20. Jahrhunderts tauchte aus den Tiefen des Grand Canyon eine Geschichte auf, die so fantastisch und geheimnisvoll war, dass sie die Fantasie künftiger Generationen fesseln würde. Es war im Jahr 1909, als die Phoenix Gazette einen Artikel veröffentlichte, der in der archäologischen Gemeinschaft für Aufsehen sorgte. Ein Artikel, der von einer erstaunlichen Entdeckung tief in der labyrinthischen Weite des Grand Canyon sprach. Einem Fund, der auf die Existenz einer altägyptischen Zivilisation in diesem abgelegenen Teil der Welt hinwies. Dem Artikel zufolge wagte sich eine von der Smithsonian Institution finanzierte Expedition unter der Leitung eines Professors S.A. Jordan in einen abgelegenen und unzugänglichen Teil des Grand Canyon, den Marble Canyon. Hier legten sie angeblich eine Reihe von Höhlen frei, die Zeugnisse einer alten ägyptischen Zivilisation enthielten. Berichten zufolge fanden die Forscher ein Netzwerk aus Tunneln und Kammern, von denen einige Artefakte und Gegenstände enthalten sollen, die auf eine Verbindung zum alten Ägypten schließen lassen. Diese Höhlen wurden als riesig und komplex beschrieben, mit Räumen, die auf zeremonielle Zwecke und Wohnräume hindeuteten. Der beschriebene Grundriss dieser Höhlen hatte eine verblüffende Ähnlichkeit mit altägyptischen Tempeln und Gräbern, was Spekulationen über ihre Herkunft anheizte. Insbesondere beziehen sich diese Beschreibungen oft auf ein Höhlensystem, das als Kincaid Caverns bekannt ist und nach dem Entdecker G.E. Kincaid benannt ist, der sie angeblich gefunden hat. Der Legende nach stieß Kincaid auf eine Reihe von Kammern, die architektonisch komplex waren, mit Räumen, die anscheinend für zeremonielle Zwecke genutzt wurden, und anderen, die Grabkammern ähnelten, komplett mit Artefakten. Eines der verlockendsten Details des Berichts war die Entdeckung der Hieroglyphen. Diese Inschriften galten der altägyptischen Schrift zum Verwechseln ähnlich, eine Behauptung, die, wenn sie wahr wäre, bahnbrechend gewesen wäre. Neben diesen Hieroglyphen waren die Wände der Höhlen mit Gemälden geschmückt, die Szenen darstellten, die an das Leben am Nil erinnerten, darunter Bilder von Menschen und Tieren, die Teil der ägyptischen Ikonografie waren. Das Spektrum in der Geschichte beschriebenen Artefakte war umfangreich und vielfältig. Es gab Behauptungen über Dutzende mumifizierter Körper, die ähnlich wie ägyptische Mumien verpackt waren. Diese Mumien befanden sich in einem Erhaltungszustand, der nur mit dem des alten Ägypten vergleichbar war, was auf einen direkten Zusammenhang mit ägyptischen Bestattungspraktiken schließen lässt. Die Beschreibungen der Mumien enthielten Einzelheiten zu komplizierten Verpackungstechniken und der Verwendung von Harzen, die genau die Mumifizierungsprozesse im Niltal widerspiegelten. Die Anwesenheit dieser Mumien im Grand Canyon wäre eine bahnbrechende Entdeckung gewesen und deutete auf eine bisher unbekannte, kontinentalübergreifende Verbindung zwischen antiken Zivilisationen hin. Die angeblich in den Höhlen gefundenen Töpferwaren wurden als anspruchsvoll gestaltet beschrieben, wobei einige Stücke dekorative Motive und Stilelemente aufwiesen, die an altägyptische Handwerkskunst erinnerten. Diese Gefäße lieferten unschätzbare Einblicke in das tägliche Leben, den Handel und den kulturellen Austausch zwischen entfernten Zivilisationen. Es wurden auch Metallartefakte entdeckt, darunter Waffen und Werkzeuge. Diese Gegenstände sollen hauptsächlich aus Kupfer und Gold hergestellt worden sein, Materialien, die im alten Ägypten einen hohen Stellenwert hatten. Viele dieser Metallgegenstände trugen hieroglyphische Inschriften. Die Handwerkskunst und das Design dieser Metallartefakte wurden als fortschrittlich beschrieben, was auf ein für die Region und Ära unerwartetes Maß an technologischer Kenntnis hindeutet. Die optisch auffälligsten der angeblichen Entdeckungen waren vielleicht die Statuen und Götzen. Diese Figuren sollen ägyptischen Gottheiten und Pharaonen ähneln und mit der Präzision und Kunstfertigkeit geschnitzt sein, die für altägyptische Skulpturen charakteristisch ist. Das Vorhandensein solcher Götzen hätte Folgendes impliziert: Nicht nur ein flüchtiger Kontakt zwischen beiden Kulturen, sondern eine anhaltende und einflussreiche Präsenz, die möglicherweise auf eine Form der Anbetung oder tiefe kulturelle Integration hinweist. Die Authentizität und Herkunft dieser Artefakte und Relikte war Gegenstand vieler Debatten.
In der großen Erzählung der verlorenen ägyptischen Zivilisation im Grand Canyon stellen die Artefakte und Relikte die greifbarste Verbindung zu dieser vermeintlichen antiken Welt dar. Die Nachricht war sensationell und deutete darauf hin, dass die Annalen der Geschichte nicht so in Stein gemeißelt waren, wie einst angenommen wurde. Vor diesem bahnbrechenden Artikel kursierten schon seit Jahren Gerüchte über seltsame Funde im Grand Canyon. Geschichten über versteckte Höhlen und mysteriöse Artefakte waren Teil der lokalen Überlieferungen und wurden von amerikanischen Ureinwohnern und frühen Siedlern in gedämpfter Stimme gesprochen. Diese über Generationen weitergegebenen Geschichten erzählten von unterirdischen Tunneln und Kammern voller Schätze, die nicht mit der bekannten Geschichte der indigenen Völker der Region übereinstimmten. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert gab es Berichte über Mumienfunde in Gebieten wie dem Mississippi-Tal, die angeblich ägyptischen Mumien ähnelten. Berichten zufolge wurden diese Mumien in Sarkophagen mit Schnitzereien und Inschriften gefunden, die im ägyptischen Stil wirkten. Allerdings waren diese Ergebnisse oft nur unzureichend dokumentiert und viele gingen verloren oder wurden zerstört, was eine Überprüfung erschwerte. Diese von Mainstream-Historikern weitgehend abgelehnten Geschichten erhielten mit der Veröffentlichung der Gazette im Jahr 1909 neues Leben. Die Idee, dass die alten Ägypter möglicherweise Ozeane überquert hätten, um den amerikanischen Kontinent zu erreichen, war ein Konzept, das traditionelle historische Erzählungen auf den Kopf stellte. Die Faszination der Öffentlichkeit für diese Geschichte wurde durch den damaligen Zeitgeist geschürt. Einer Ära, in der sich die Ägyptologie in ihrem goldenen Zeitalter befand. Die Entdeckung von Tutanchamuns Grab ließ noch ein Jahrzehnt auf sich warten, doch die westliche Welt war bereits von den Geheimnissen des alten Ägypten fasziniert. Die Möglichkeit, dass Spuren dieser alten Zivilisation in den Vereinigten Staaten gefunden werden könnten, war ein verlockender Gedanke. Darüber hinaus war die Geschichte von einem Hauch von Verschwörung durchdrungen, was eine weitere Ebene der Intrige hinzufügte. Die Beteiligung der Smithsonian Institution, die ein Leuchtturm der historischen und wissenschaftlichen Forschung sein sollte, und ihr anschließendes Schweigen zu dieser Angelegenheit führten zu zügellosen Spekulationen. War das Smithsonian Teil einer größeren Vertuschung? Gab es Wahrheiten über unsere Vergangenheit, die zu kontrovers und zu paradigmenwechselnd waren, um enthüllt zu werden? Mit der Verbreitung der Legende von der verlorenen ägyptischen Zivilisation im Grand Canyon wuchsen auch die Fragen. Der Grand Canyon mit seinen weiten und unerforschten Landschaften wurde zu mehr als nur einem Naturwunder. Er wurde zum Symbol für verborgene Geschichten, für Geschichten, die darauf warteten, aufgedeckt zu werden, für Wahrheiten, die im Schatten der Vergangenheit lauerten. Die Smithsonian Institution ist seit ihrer Gründung der Fackelträger der amerikanischen Geschichte und Archäologie. Sie hatte zahlreiche Expeditionen geleitet und dabei Artefakte und Wissen freigelegt, die unser Verständnis des Weltkulturerbes prägten. Ihr Ruf war die eines Wahrheitssuchers, eines Chronisten der menschlichen Geschichte. Daher war ihre angebliche Beteiligung an der Entdeckung ägyptischer Artefakte im Grand Canyon nicht nur eine Angelegenheit von akademischem Interesse, sondern auch von historischer Authentizität. Nach dem Artikel in der Phoenix Gazette von 1909 distanzierte sich die Smithsonian Institution schnell von den Behauptungen. Sie bestritt kategorisch jede Beteiligung an einer solchen Expedition und widerlegte die Existenz von Artefakten, die auf eine Präsenz der alten Ägypter im Grand Canyon hindeuten würden. Diese Dementis trugen jedoch wenig dazu bei, die Neugier der Öffentlichkeit zu dämpfen. Stattdessen heizten sie das Feuer der Verschwörungstheorien an. Warum sollte das Smithsonian eine so monumentale Entdeckung leugnen, wenn die Grand Canyon-Expedition von ihnen organisiert wurde? Schützte es seine akademische Glaubwürdigkeit oder gab es tiefere, geheimere Gründe für sein Schweigen? Einige argumentierten, dass die Entdeckung einer altägyptischen Zivilisation in Amerika die etablierten historischen und archäologischen Narrative auf den Kopf stellen und einen akademischen Umbruch auslösen würde. Andere meinten, dass das Smithsonian unter dem Einfluss politischer oder kultureller Absichten handelte
und darauf abzielte, die konventionelle Geschichte der Menschheit und Migration zu bewahren. Im Mittelpunkt des Rätsels standen die Artefakte selbst. Wenn die Expedition tatsächlich ägyptische Relikte im Grand Canyon entdeckt hatte, was wurde dann aus ihnen? Waren sie in den Tresoren des Smithsonian versteckt und nur wenigen Auserwählten zugänglich? Die Theorie einer verlorenen ägyptischen Zivilisation im Grand Canyon ist eng mit dem umfassenderen Konzept des transozeanischen Kontakts verbunden, einem Thema, das Historiker und Archäologen seit langem fasziniert. Diese Idee geht davon aus, dass antike Zivilisationen, die in der Seefahrt weit fortgeschrittener waren als bisher angenommen, sich schon lange vor dem Zeitalter der europäischen Erkundung mit interkontinentalen Reisen und kulturellem Austausch beschäftigten. Die Vorstellung, dass die alten Ägypter die Küsten Nordamerikas erreicht und unauslöschliche Spuren im Grand Canyon hinterlassen haben könnten, ist eine faszinierende Erweiterung dieser Theorien. Transozeanische Kontakttheorien basieren auf einer Kombination aus historischen Berichten, archäologischen Funden und einer Neubewertung der Fähigkeit der antiken Seefahrt. Alte Texte und Folklore aus verschiedenen Kulturen enthalten Hinweise auf Reisen in ferne Länder, die oft in mythischen oder allegorischen Begriffen beschrieben werden. Darüber hinaus haben Artefakte, die an Orten gefunden wurden, die weit von ihrem kulturellen Ursprung entfernt sind, die Frage aufgeworfen, wie sie dorthin gelangten. Diese Theorien gewannen mit der Entdeckung der nordischen Siedlung Lance O'Meadows in Neufundland Bedeutung, die beweist, dass Wikinger um 1000 nach Christus, lange vor Kolumbus, Nordamerika erreichten. Dies war ein klarer Beweis dafür, dass sich das, was in unseren Geschichtsbüchern steht, leicht als völlig falsch erweisen kann. Die alten Ägypter waren geschickt in der Flussschifffahrt, was sich daran zeigt, dass sie den Nil in großem Umfang als Transportmittel nutzten. Der Umfang ihrer Seefahrtsfähigkeiten für Hochseereisen war jedoch Gegenstand von Debatten. Beweise wie die in der Nähe der Pyramiden von Gizeh gefundenen Schiffsreste deuten darauf hin, dass sie über Technologie verfügten, seetüchtige Schiffe zu bauen. Darüber hinaus deuten ägyptische Expeditionen in das Land Punt, wie sie in Tempelreliefs dargestellt sind, auf die Möglichkeit für Langstreckenreisen auf dem Meer hin, obwohl der genaue Standort von Punt unbekannt bleibt. Die ägyptische Expedition nach Punt, insbesondere während der Herrschaft von Königin Hatschepsut zwischen 1490 und 1460 vor Christus, bleibt eine der faszinierendsten und geheimnisvollsten Reisen in der antiken Geschichte. Punt, oft als das Land der Götter bezeichnet, war eine Region, die reich an Ressourcen wie Gold, aromatischen Harzen, Ebenholz, Elfenbein und wilden Tieren war, sowie auch exotische Myrrenbäume, die in Ägypten wegen ihres Dufts und ihrer medizinischen Eigenschaften hochgeschätzt wurden. Hatschepsuts Expedition, wie sie in ihrem Totentempel in Deir al-Bahri dargestellt ist, war ein großes Unterfangen. Daran waren mehrere Schiffe und Hunderte von Menschen beteiligt, darunter Matrosen, Soldaten und Händler. Die Reise war nicht nur eine Handelsmission, sondern auch ein diplomatisches und exploratives Unterfangen, das die Macht und Reichweite Ägyptens unterstreicht. Der genaue Standort von Punt bleibt ein Rätsel. Theorien zufolge liegt es irgendwo am Horn von Afrika, möglicherweise im heutigen Eritrea, Äthiopien oder Somalia. Manche glauben jedoch, dass Punt in Amerika gewesen sein könnte, was darauf hindeutet, dass die Entdeckungen im Grand Canyon ein Beweis für diese Expedition sind. Im Mittelpunkt des Arguments für einen transozeanischen Kontakt stehen Artefakte und ikonografische Elemente, die eine scheinbare Verbindung zwischen entfernten Zivilisationen darstellen. Befürworter der Theorie verweisen auf Ähnlichkeiten in den künstlerischen Stilen, religiösen Symbolen und sogar in der architektonischen Gestaltung zwischen altägyptischen und indigenen amerikanischen Kulturen. Beispielsweise wird häufig die Verwendung von Pyramiden sowohl in der ägyptischen als auch in der mesoamerikanischen Architektur angeführt, obwohl die meisten Wissenschaftler dies eher auf eine konvergente kulturelle Entwicklung als auf den direkten Kontakt zurückführen.
Fortschritte in der Genforschung haben neue Wege zum Verständnis der Migration der Menschen in der Antike eröffnet. Die DNA-Analyse hat das Potenzial, Abstammungslinien und Bevölkerungsbewegungen über Jahrtausende hinweg zu verfolgen. Es gibt jedoch keine genetischen Beweise, die die Theorie einer bedeutenden Präsenz der alten Ägypter im präkolumbianischen Amerika stützen würden. Die Mainstream-Wissenschaft steht den transozeanischen Kontakttheorien im Allgemeinen skeptisch gegenüber, insbesondere denen, die das alte Ägypten und Amerika betreffen. Diese Skepsis beruht auf dem Mangel an schlüssigen Beweisen und dem Potenzial solcher Theorien, etablierte Erkenntnisse über historische und archäologische Zusammenhänge zu untergraben. Kritiker argumentieren, dass Ähnlichkeiten bei Artefakten und Ikonografie oft oberflächlich oder zufällig seien und dass die vorgelegten Beweise nicht den strengen Standards wissenschaftlicher Beweise genügen. Trotz wissenschaftlicher Skepsis haben transozeanische Kontakttheorien weiterhin Aufmerksamkeit erregt. Bei der Erforschung der rätselhaften Theorie einer altägyptischen Zivilisation im Grand Canyon taucht oft ein paralleles Rätsel auf. Die Entdeckung der Gosford-Glyphen, einer Reihe komplizierter Schnitzereien, die im Brisbane Water National Park in der Nähe von Gosford, Australien gefunden wurden, hat eine faszinierende Debatte unter Historikern und Archäologen ausgelöst. Diese Glyphen, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit altägyptischen Hieroglyphen aufweisen, wurden erstmals in den 1970er Jahren öffentlich bekannt gemacht. Diese Glyphen befinden sich in einer Region voller Aborigine-Geschichte und sind in zwei große Sandsteinwände eingraviert, auf denen über 300 einzelne Symbole verteilt sind. Die Schnitzereien variieren in der Größe, aber die meisten weisen eine Konsistenz auf, die darauf hindeutet, dass sie von derselben Hand oder zumindest im selben Zeitraum geschaffen wurden. Die Glyphen sind tief in den Sandstein eingraviert und deuten auf die Verwendung von Metallwerkzeugen hin, was angesichts der traditionellen Steinwerkzeuge, die von den australischen Ureinwohnern verwendet wurden, das Mysterium noch verstärkt. Die Tiefe und Klarheit der Schnitzereien haben es ihnen ermöglicht, dem Zahn der Zeit standzuhalten und trotz der natürlichen Verwitterungsprozesse relativ gut erhalten zu bleiben. Zu den Symbolen gehören Formen und Figuren, die häufig in ägyptischen Schriften zu finden sind, etwa die Ankh-Symbole. Darstellungen von Gottheiten und andere für die ägyptische Kunst typische ikonografische Elemente. Die Interpretationen der Gosford-Glyphen waren sehr unterschiedlich. Einige Forscher haben versucht, die Glyphen mithilfe von Standardwörterbüchern für ägyptische Hieroglyphen zu übersetzen. Diese Übersetzungen haben zu Behauptungen geführt, dass die Glyphen Geschichten von in Australien gestrandeten alten ägyptischen Entdeckern erzählen und sogar den Tod und die Bestattungen prominenter Persönlichkeiten der Expedition detailliert beschreiben. Dies führte dazu, dass Australien als weiterer potenzieller Standort für das rätselhafte Land Punt in Betracht gezogen wurde, das Ziel der bedeutenden Expedition der Ägypter. Die Bedeutung dieser Glyphen, die möglicherweise die Geschichte neu schreiben, kann nicht genug betont werden. Sollten sie sich als echte Relikte der altägyptischen Präsenz in Australien erweisen, würden sie nicht nur das etablierte Verständnis der altägyptischen Zivilisation und ihrer Fähigkeiten in der Langstreckenseefahrt in Frage stellen, sondern auch unsere Wahrnehmung der historischen globalen Vernetzung verändern. Die Glyphen deuten auf eine Erzählung hin, die weitaus komplexer ist als die traditionell akzeptierte Sicht auf antike Zivilisationen und ihre Interaktionen. Diese Einführung bereitet die Bühne für eine detaillierte Untersuchung der Gosford-Glyphen und untersucht die Beweise, Theorien und Implikationen dessen, was sein könnte. Eine der bemerkenswertesten archäologischen Entdeckungen unserer Zeit mit dem Potenzial, historische Erzählungen auf globaler Ebene neu zu definieren. Einige Forscher haben die Gosford-Glyphen mit bekannten ägyptischen Texten verglichen und Ähnlichkeiten in Form und Struktur der Schnitzereien festgestellt. Sie argumentieren, dass die Glyphen bestimmten Regeln und Konventionen folgen, die für die ägyptische Schrift typisch sind, etwa der Richtung, in die die Zeichen zeigen.
was in traditionellen ägyptischen Texten die Richtung angibt, in die der Text gelesen werden sollte. Befürworter der ägyptischen Ursprungstheorie haben die Erosions- und Verwitterungsmuster auf den Glyphen untersucht. Sie argumentieren, dass die Verwitterung der Schnitzereien auf ein viel älteres Alter als auf moderne Falsifikate hindeutet. Diese Analyse wird jedoch nicht allgemein akzeptiert, da es schwierig sein kann, Verwitterungsmuster genau zu datieren und durch eine Vielzahl von Umweltfaktoren beeinflusst werden kann. Geologische Untersuchungen des Sandsteins, in den die Glyphen eingraviert sind, könnten möglicherweise Hinweise auf ihr Alter liefern. Wenn der Sandstein Anzeichen dafür aufweist, dass er über einen langen Zeitraum hinweg freigelegt und verwittert war, bevor die Glyphen geschnitzt wurden, könnte dies die Theorie stützen, dass sie uralt sind. Solche geologischen Beweise sind jedoch nicht schlüssig und unterliegen der Interpretation. Eine der größten Herausforderungen bei der Überprüfung der Herkunft der Gosford-Glyphen ist die Schwierigkeit, Felszeichnungen zu datieren. Im Gegensatz zu organischen Materialien, die mit Hilfe der Radiokarbon-Datierung datiert werden können, können Felszeichnungen nur auf der Grundlage des Kontextes, in dem sie gefunden werden, datiert werden, beispielsweise anhand der dazugehörigen Artefakte oder der Sedimentschichten, die sie bedecken. Im Fall der Gosford-Glyphen fehlen solche kontextbezogenen Beweise, was es schwierig macht, ein genaues Datum festzulegen. Die Debatte über die Gosford-Glyphen verdeutlicht die Herausforderungen bei der Interpretation und Datierung antiker Felszeichnungen und die Komplexität, mit der die Aufklärung der Geheimnisse der Vergangenheit verbunden ist. Die faszinierenden Erzählungen einer verlorenen ägyptischen Zivilisation im Grand Canyon und die rätselhaften australischen Hieroglyphen sind zwar fesselnd, aber dennoch von Geheimnissen und Skepsis umgeben. Beide Theorien stellen das konventionelle Verständnis der antiken Geschichte in Frage und schlagen ein Maß an interkontinentaler Interaktion vor, das unsere Wahrnehmung antiker Zivilisationen radikal verändert. Aus diesem Grund fällt es Mainstream-Historikern sehr schwer, sie zu akzeptieren. Im Fall des Grand Canyon bleiben diese Behauptungen aufgrund des Mangels an überprüfbaren Beweisen und der Ablehnung solcher Erkenntnisse durch die Smithsonian Institution weitgehend im Bereich der Spekulation und Legende. Die Theorie regt zwar die Fantasie an, unterstreicht jedoch die dringende Notwendigkeit einer strengen archäologischen Methodik und überprüfbaren Beweisen zur Feststellung historischer Fakten. Ebenso bieten die Gosford-Glyphen in Australien eine fesselnde Erzählung. Die Geschichten über den Grand Canyon und die australischen Hieroglyphen sind eindrucksvolle Zeugnisse der immensen und noch weitgehend unerforschten Bereiche unseres Verständnisses der Menschheitsgeschichte. Sie wecken ein Gefühl des Staunens und der Neugier und drängen uns dazu, Fragen zu stellen und tiefer in die Geheimnisse unserer Vergangenheit einzutauchen.